sollte man jetzt Bitcoin kaufen, jetzt investieren, wo die Kurse tief sind? Werden wir größere Verwerfungen im September sehen, wie wir es schon öfter gesehen haben? Gibt es einen saisonalen Effekt, wann der richtige Zeitpunkt ist, unterm Jahr, um zu investieren? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Geld kann mehr. Ja, die große Frage, das große Thema ist immer wieder, wann soll ich investieren? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und viele fragen sich dann jeweils auch, wann zum Beispiel saisonal ist es nicht besser, im Sommer zu investieren, im Herbst, Frühling, Winter? Da gibt es auch saisonale Effekte. Die Leute versuchen dann immer, perfekt den Markt zu timen, was sowieso niemand schafft, sondern es geht einfach darum, das große Big Picture zu sehen, um strategisch mit Kopf zu investieren. Das ist das richtige Vorgehen und nicht zu überlegen, ja, das ist der 31.8. zum Beispiel, morgen September, da ist immer ein schlechter Monat zum Beispiel und so. Das macht keinen Sinn. Es macht natürlich Sinn, generell den Markt zu verstehen, wie der funktioniert, in welchen Zyklen, in welchen Wellen. Ich meine, der Markt geht nicht immer nur nach oben, sondern es gibt auch Korrekturphasen, wo Leute Gewinne mitnehmen. Das heißt, Kryptowährungen, Bitcoin, Aktien, Rohstoffe und so weiter verkaufen, um Gewinne mitzunehmen. Es gibt da gewisse Effekte auch, die in den jeweiligen Märkten vorhanden sind. Und bei Kryptowährungen, Bitcoin ist es nicht anders so. Und das ist auch etwas Wichtiges, das zu verstehen. Aber schauen wir uns jetzt mal die Daten an. Wie schaut es wirklich aus bezüglich der Frage dem saisonalen Effekt? Und ich habe hier sehr, sehr spannende Grafiken für dich mitgebracht. Diese hier, die habe ich auch schon länger in meiner Academy drin. Wir nehmen sie auch immer wieder nach vorne in den Live-Calls, um darüber zu diskutieren, zu schauen, wie ist es historisch jeweils gelaufen, preislich? Sind wir in einer Situation, wo das vielleicht wieder so passieren könnte? Solche auch Makrofragen diskutieren wir natürlich sehr, sehr intensiv in der Academy, in den Live-Calls. Und wie du hier siehst, auf der X-Achse findest du hier unten die Renditen pro Monat. Und auf der Y-Achse findest du die jeweiligen Jahre, die Bitcoin einen Preis wirklich auch hatte. Also Bitcoin hatte nicht von Anfang an einen Handelspreis, oder? Am Anfang war Bitcoin, es gab keinen Wert, wie viel Bitcoin wirklich wert ist. Es gab keinen Handel. Und deshalb hier so langsam 2010 hat sich das etabliert. Aber wenn wir jetzt einfach mal schauen über die Daten, über die letzten Jahre, dann war September eigentlich immer einer der schlechtesten Monate. Schlechtesten Monate bezüglich der Rendite. Jetzt, was bedeutet das? Heißt das, nur weil es in der Vergangenheit so war, dass das auch in Zukunft passieren wird? Muss nicht, aber rein historisch gesehen ist dieser Zusammenhang hier schon sehr, sehr spannend. Die Frage ist ja, warum September? Es gibt da verschiedenste Theorien, das sind aber nur Theorien. Eine ist zum Beispiel, dass die Leute an den Märkten, generell an den Aktienmärkten, Rohstoffmärkten und so weiter und so fort, aus den Ferien zurückkommen, ihre Portfolios neu strukturieren, sich neu aufstellen, um gegen Ende Jahr bessere Performance zu haben, weil ja jeweils auch dann Ende Jahr, respektive das vierte Quartal im Jahr dann beginnt und Ende Jahr man eine möglichst hohe Performance abliefern möchte gegenüber den Kunden, weil es natürlich dann mehr Profit, mehr Lohn, mehr Bonus für die Asset Manager zum Beispiel gibt. Das ist so eine der Theorien. Kann ich jetzt nicht so direkt bestätigen, aber es ist einfach spannend, dass wir hier das auch bei Bitcoin zum Beispiel sehen. Schauen wir uns aber andere Daten noch an. Hier gab es eine Untersuchung, wieder auch über die Monate, also Januar, Februar, März, siehst du hier, ich schiebe mich kurz ein bisschen auf die Seite. Das Problem ist halt einfach, und hier steht es auch sehr, sehr schön, wir haben nur 12 Datenpunkte. Weil, wie gesagt, Bitcoin ungefähr ab 2010 gab es einen Preis. Und statistisch gesehen sind 12 Datenpunkte jetzt nicht so perfekt. Aber wir haben nicht mehr und wir müssen halt mit dem arbeiten. Jetzt, das Ziel ist, dass wir möglichst
eine dichte Datenpunkte, also eine Ansammlung von Datenpunkten möglichst in einem engen Bereich haben, nicht viele Ausreißer, weil dann ist es statistisch wieder sehr, sehr schwierig zu interpretieren. Das heißt, ein Ausreißer sind zum Beispiel solche hier. Du siehst im März, die Datenpunkte sind ähnlich, was die Rendite anbelangt. Der schwarze Strich hier übrigens ist der Durchschnitt von all diesen Datenpunkten. Also das heißt, einem Jahr haben wir hier leicht im Minus geschlossen, dann ein bisschen mehr im Minus. Und all diese Datenpunkte zusammen gibt hier der Durchschnitt, also die schwarze Linie hier. Und ein Ausreißer ist zum Beispiel das hier. Du siehst, er ist massiv weit weg entfernt von dieser Ansammlung hier, von diesem, man nennt das ein Cluster. Oder hier auch einen massiven Ausreißer. Wenn wir jetzt das einfach mal statistisch so anschauen, dann sieht schon aus, also der März ist jetzt auch nicht so der beste Monat im Schnitt. Und der September ist aber noch schlechter. So, auch hier die Daten, wenn wir das nochmal anschauen, anders darstellen und auch die Ausreißer uns anschauen, dann siehst du hier, jetzt im Vergleich zum Beispiel zum März, hatten wir einen Ausreißer. Wie gesagt, statistisch ist das eigentlich Nonsens, aber ja, wir haben nicht mehr. Aber im September haben wir keine solche Ausreißer. Das heißt, auch mit diesen Daten, die wir zur Verfügung haben, sieht es aus, als sei der September, ja, statistisch gesehen, nicht so der beste Monat. Jetzt nehmen wir doch mal eine andere Datengrundlage. Wir sehen, dass Bitcoin, allgemein der Markt der Kryptowährungen, sehr, sehr stark gleichmäßig bewegt momentan wie der Aktienmarkt. Man nennt das eine Korrelation. Das heißt, wenn der Aktienmarkt nach oben geht, dann geht die Kryptowährung Bitcoin auch nach oben. Wenn er nach unten geht, dann geht dieser Markt auch nach unten. Das ist eine Korrelation. Und schauen wir uns deshalb mal den S&P 500 an. Das ist ein Aktienindex aus den USA, wo die 500 größten Aktien drin sind. Und da haben wir natürlich eine viel, viel größere Datenlage, viel mehr Datenpunkte, weil es den schon viel länger gibt. Und wenn wir uns jetzt das mal anschauen, wieder hier die Monthly Returns, also was im Monat jeweils für eine Rendite erzielt wurde, scrollen wir hier mal runter, dann sehen wir auch hier an den Aktienmärkten ist der September grundsätzlich ein schlechter Monat. Wenn du siehst hier meistens im Schnitt leicht positiv oder im Positiven geschlossen, zum Durchschnitt über die letzten Jahre. Und der September war im Schnitt negativ. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend, wenn man schaut momentan, wie gesagt, wie diese Märkte sich gleich bewegen. Dann, aufgrund von der Datenlage, die ich dir hier gezeigt habe, sieht es so aus, dass der September statistisch gesehen effektiv einen saisonalen Effekt in Anführungszeichen hat. Und was bedeutet jetzt das für dich ganz konkret? Wir sehen in den nächsten Wochen neue Wirtschaftszahlen, die kommen. Die Inflationszahlen, auf die schauen alle gespannt. Hat sich die Inflation in den USA wirklich reduziert? Wenn die sich nicht reduziert haben, dann wird das auch einen großen Effekt auf die Märkte haben. Habe ich schon mehrmals in verschiedensten Videos darüber gesprochen gehabt. Wir sehen auch Ende August werden die sogenannten Mt. Gox Bitcoins ausbezahlt, verschickt, je nachdem wie die Händler da agieren. Wenn ihr das nicht sagt, musst du jeweils meine News-Videos schauen. Da spreche ich immer wieder mal über dieses Thema. Das ist ein ganz wichtiges Marktverständnis. Aber es würde jetzt hier zu weit führen. Wenn du dich dafür interessierst, dann am besten jetzt meine Telegram-News-Gruppe, meinen News-Kanal abonnieren. Link ist unterhalb für diesem Video. Dann bleibst du up to date. Das heißt, es kommen wirklich ein paar sehr, sehr spannende Wirtschaftszahlen, Effekte und so weiter ins Spiel. Und vor allem, dazu werde ich noch ein separates Video machen, Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, die wird ihre Technologie, in Anführungszeichen, komplett verändern. Es gibt ein riesiges Update sozusagen und das könnte zu enormen Verwerfungen im September führen. Und dann würde das alles sehr, sehr schön wieder zusammenpassen, dass der September ein schlechter Monat ist. Ich möchte an dieser Stelle sagen, es ist keine Finanzberatung, das heißt, mach dir hier dein eigenes Bild. Wie gesagt, ich in der Academy mit meinen Kunden schaue das schon seit Wochen an, diskutieren auch Strategien, wie man sich jetzt am besten positioniert. Aber ich hoffe, es hat dir gezeigt, dass statistisch gesehen der September
an den Märkten ein schlechter Monat ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass das jetzt auch wieder passieren muss, aber man sollte das im Hinterkopf behalten, die ganze Weltlage mit einbeziehen und sich strategisch hier vorbereiten. Ganz gerne auch unterhalb von diesem Video kommentieren, wie du dich vorbereitest, wie du das Thema siehst, und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.